Dieser Spieltag wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Besser kann es kaum laufen. Nach dem Derby-Sieg am letzten Wochenende gab es auch im letzten Heimspiel der Hinrunde einen glasklaren Sieg gegen die zurzeit ebenfalls sehr erfolgreichen Männer des SV Anhalt Bernburg. Ich glaube, wir haben heute über 55 Minuten gutes Spiel gemacht. Wir hatten zwischendurch noch mal eine Phase, wo wir ein paar unnötige Fehler gemacht haben, die noch mal eingeladen haben. Aber ich glaube, der Sieg war nie in Gefahr. Vom Rückenwind der 5-Spiele-Siegesserie der Gäste war auf der Platte am Sonntagabend nicht viel zu sehen. Das Spiel lief von Anfang an eigentlich nur in eine Richtung und es dauerte ganze 7 Minuten, bis die Bernburger das erste Mal punkten konnten. Und das lag nicht zuletzt an Keeper Jan Jochens, der heute auch wieder in Topform war. Die Bernburger hatten massive Probleme, überhaupt ins Spiel zu finden und die Potsdamer waren auf dem besten Weg, zweistellig in Führung zu gehen. Die Krankheitsprobleme vieler wichtiger Akteure wie Kaspar Jack, Matti Spengler und Norman Flödel steckten die Gastgeber also problemlos weg. Sekunden vor der Halbzeitpause packte Kapitän Yannick Münchberger dann noch einmal die Brechstange aus und traf mit der Sirene zum 17:8 Pausenstand. Glückliche Gesichter bei den Potsdamern. Kein Wunder, das Spiel war hier eigentlich schon gewonnen. Wir sind ein bisschen angeschlagen ins Spiel gegangen. Wir hatten 3, 4 Verletzte, die über die ganze Woche krank waren, aber sind dann gleich mit 3-0 gestartet. War ein super Start für uns und dann kommt ja auch gleich das Selbstbewusstsein dazu. Mit 9 Toren Führung ging es dann natürlich auch sehr selbstbewusst in den zweiten Durchgang. Hier erzielte Robin Hunz das 20:9. Wie schon so oft in dieser Saison gab es in der zweiten Hälfte dann aber zunehmend Unachtsamkeiten, die immer wieder zu Gegentoren wie diesem führten. Etwas fürs Auge gab es in der 49. Spielminute zu sehen, Robin Hunz per Kemper zum 27:18. In den letzten Spielminuten konnten die Gäste dann aber noch ein wenig verkürzen. Am Ende stand mit 33:28 dennoch ein solider Sieg für den ersten VfL Potsdam zu Buche. Damit haben sich die Adler nun auf Platz 7 hinter das obere Tabellenfeld gekämpft, welches von Platz 3 bis 6 allerdings sehr eng gestaffelt ist. Wir haben, glaube ich, jetzt den 5. Sieg hintereinander oder 6. Sieg hintereinander. Damit sind wir zufrieden. Und ich glaube, jetzt haben wir auch in 2 Wochen eine Chance, gegen Rostock einen Sieg zu holen. Ein Sieg beim zweitplatzierten HCM vor Rostock wäre natürlich der perfekte Hinrundenabschluss. Mit dem derzeitigen Lauf stehen die Chancen nicht schlecht, dass am 6. Dezember am Nikolaustag in Rostock nochmal einiges drin ist. Dieser Spieltag wurde Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse.